Was ist Permakultur? Ist es einfach nur die biologische und nachhaltige Bewirtschaftung von Land- und Ackerfläche? Oder gehört zur Permakultur noch viel mehr dazu? Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und heute möchte ich mit euch so ein bisschen den Begriff Permakultur erklären, erläutern, beziehungsweise was ich unter dem Begriff verstehe, weil ich bin wieder zum Nachdenken gekommen, weil mir die Leute zum Beispiel sagen, wenn ich auf mein Projekt aufmerksam machen möchte, online oder regional mit den Flyern oder Anzeigen oder wie gesagt auf YouTube oder auf meiner Webseite, dann sagen halt die Leute oftmals, ja, ich baue ja nur biologisch meine Sachen an, also so wie ein Biobauer zum Beispiel, tue einfach nur, ja, mehr oder weniger nur Gärtner oder Landwirtschaft betreiben, das machen viele. Und ich soll zum Beispiel das Tai Chi oder mein Yin und Yang Symbol oder auch die Yin und Yang Kette, wie ich sie zum Beispiel umtrage, und die ganze Spiritualität soll ich mehr oder weniger da raushalten. Und da muss ich ganz klar sagen, für mich ist Permakultur noch viel mehr. Schaut man sich allein den Begriff an, Permakultur, dann setzt er sich aus Perma für permanent oder dauerhaft zusammen und Kultur. Und ich verstehe zum Beispiel Kultur, so Hochkulturen wie zum Beispiel Indianerstämme wie die Azteken oder die Maya, die auch wirklich wunderbare Permakultur-Designprinzipien zum Beispiel entwickelt haben, wie zum Beispiel die Azteken mit den China-Maps oder China-Maps. Das sind ja so schwimmende Inseln, wo sie halt einfach mit im Wasser sozusagen oder auf diesen Inseln super Kulturpflanzen herangezogen haben. Das ist wirklich ein wunderbares Prinzip. Oder zum Beispiel die Amazonis oder die Indianer im Amazonasgebiet haben ja auch zum Beispiel Terra Preta erfunden oder beziehungsweise angewendet, um halt hier ihre Kulturanbau für Jahrtausende zu sichern. Und für mich ist einfach Kultur einfach eine Gesellschaft beziehungsweise so eine Lebensweise, wie die Menschen leben wollen. Und wenn man das halt zusammensetzt, dann heißt das halt dauerhafte Lebensweise für mich oder dauerhafte Gesellschaft oder dauerhafte Kultur. Und da gehören halt für mich mehr Aspekte zusammen als nur die Bewirtschaftung von Land- und Ackerfläche. Für mich zählen dann noch zwei weitere Aspekte dazu. Einerseits natürlich das Zwischenmenschliche. Die Gesellschaft gehört natürlich auch wesentlich dazu. Also für mich ist es auch sehr wichtig, nachhaltig Obst und Gemüse anzubauen, Humus aufzubauen. Einerseits für die nachkommende Generation, denn wenn ich Humus aufbaue, hat zum Beispiel meine Kinder oder Enkelkinder haben halt immer noch gute Böden, in denen zum Beispiel Tomaten, Gurken, Zucchinis, aber auch Bäume wachsen, die halt natürlich auch wieder für Sauerstoff sorgen und das Klima regulieren und natürlich auch für eine wunderbare Farbenvielfalt und Pracht. Und das ist sozusagen ein langfristiges Geschenk an nachfolgende Generationen für mich. Einerseits den Humus aufbauen. Zudem bin ich halt Gärtner. Dann kann ich natürlich meinen Kindern das auch mit beibringen. Baue Beziehungen zu denen auf. Wenn ich zum Beispiel Kooperationen mit Schulen mache, dann kann ich denen halt zum Beispiel auch unterrichten, wie man zum Beispiel Kräuter sät, anbaut, worauf man achten soll, wenn man Tomaten anbauen möchte, Gurken anbauen möchte, Kohl anbauen möchte, worauf sollte man achten, wie sollte man den Boden behandeln. Und so entstehen halt diese zwischenmenschlichen Aktionen. Die Kinder werden gefordert und gefördert und entwickeln eventuell auch ein Interesse. Und das kann ich natürlich auch mit meinen Kindern zum Beispiel machen, zudem ich ihnen auch Zeit widme, sie so besser großziehen kann.
und natürlich auch hier zum Beispiel ein wunderbarer Vater sein kann, der sich viel Zeit und Liebe für seine Sprösslinge und natürlich auch andere Kinder und Menschen nehmen kann, weil unsere heutige Gesellschaft ist natürlich sehr geprägt vom Geld und immer das immer mehr haben wollen. Und wenn man sich das so anschaut, dass halt ein Mensch nur daran gemessen wird, was er leistet oder wie viel Geld er verdient, auch wenn jetzt seine Arbeit eigentlich weniger wertvoll ist im Vergleich zu anderen, die schlecht bezahlt werden, ist es schon ein bisschen traurig zu sehen. Denn es ist auch so, wie viele von euch würden ihren Job weitermachen, wenn sie nicht wegen dem Geld arbeiten würden, sondern wir hätten keine Geldprobleme, keine Geldsorgen. Wer von euch würde ehrlich gesagt den Job machen, den er jetzt macht? Deshalb immer so eine Frage, die wir uns in den, die ihr mir vielleicht gerne auch in den Kommentaren beantworten würdet. Ich mache es halt momentan. Ist zwar ziemlich hart, aber es macht mir auch ziemlich Spaß, muss ich auch sagen. Und ja, es ist halt einfach so, wir müssen halt andere Prioritäten setzen, uns einfach mal die Zeit nehmen und ja, nicht nur immer aufs Geld schauen, immer mehr, immer mehr. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität, und das Zwischenmenschliche muss einfach mal wieder in den Vordergrund kommen. Familien sollen sich wieder zusammentreffen, Freunde, und nicht wegen stundenlanger Arbeit, Arbeitstage oder wegen Geldproblemen oder irgendwie sowas oder Luxusprobleme. Also müssen Familien auseinanderbrechen. Aber es ist halt für mich die Permakultur wirklich eine Sache, wo man gemeinsam zum Beispiel im Garten etwas aufbauen kann, sein eigenes Obst und Gemüse aufbauen, großziehen kann und dann auch hier gemeinsam zum Beispiel an einem Tisch genüsslich die Pflanzen zu sich nehmen. Das merke ich auch selber. Ich stehe meinem Vater jetzt schon viel, viel näher. Es macht mir einfach Spaß, mit ihm zu gärtnern und was von ihm zu lernen. Und ich merke auch, dass er von seiner groben Art auch vieles fallen lässt, weil ich auch merke, dass er mir was erklären möchte und wird auch da ruhiger und sanfter, vor allem, weil wir zusammen in der Natur sind. Und das freut mich auch wirklich sehr. Und der letzte Punkt, der auch mit dazu gehört, also es ist halt einfach diese ja, drei Kompakte, also das, die Verwurzelung, die Erde, die Landwirtschaft, die nachhaltige, dann kommt das Zwischenmenschliche so in einem Herzbereich und dann natürlich auch die Spiritualität oder wenn viele von euch sagen, die Esoterik. Ich kann verstehen, dass viele meinen, ja, wenn man sich halt so einen spirituellen Weg bewegt mit Meditation, das tue ich natürlich auch alles, dass man sofort als Esoteriker abgestempelt wird und alles, was man sagt oder tut, gleich ins schlechte Licht gerückt wird. Und vorneweg muss ich halt sagen, ich mag auch nicht die Leute, die halt sich so aufgeplustert sind und einfach nur von irgendwas erzählen und meinen, sie hätten ja jetzt die Weisheit von Gott geschenkt bekommen und so geht es halt einem, so verändert sich die Welt positiv und nachhaltig, nur wenn ich 4 Stunden meditiere und Lichtenergie und sowas zu mir nehme. Es ist so, die Informationen, die sie halt vermitteln, da stimme ich mit vielen von ihnen überein, aber was ich halt nicht mag, ist, dass die Veränderung von nichts passiert. Das ist eben nicht so. Man muss halt auch wirklich einfach, soll ich mal klipp und klar sagen, man muss auch aktiv was machen. Die Erholung und Entspannung und die Erkenntnisse und die Spiritualität, dass wir halt nicht nur Menschen sind, die konsumieren, sondern auch Lichtwesen sind, die etwas schaffen wollen, die diese Welt gestalten wollen. Das gehört alles mit dazu, aber man muss halt auch klein anfangen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, gehört auch dazu, dass man zum Beispiel eine Woche lang im Dreck rumwühlt oder in der Erde rumwühlt, umgräbt, senzt und auch körperliche harte Arbeit macht. Das gehört auch alles dazu. Und das ist nicht nur so, dass man auf seinem Meditationskissen hockt und für den Frieden betet. Das sehe ich halt nicht dazu, gehört halt nicht dazu. Also für mich ist die Spiritualität zum Beispiel das Yin und Yang und das gehört für mich halt alles
dazu, zumal ich auch viel von den Anastasia-Büchern gelesen habe und da auch sehr viele Sachen mitnehme, die ich auch für meinen also für meine Permakultur bzw. Gärtnerei mitnehme. Zum Beispiel, wie ich die Samen von meinen Melonen, Tomaten und Gurken behandle. Das wird zum Beispiel auch in den Anastasia-Büchern beschrieben. Zumal ich natürlich auch, wie gesagt, in Richtung Otake Permakulturgemeinschaft gehen möchte, wird natürlich auch dort beschrieben und einfach in Harmonie mit der Natur lebe, mit meinen Pflanzen rede. Das gehört für mich alles dazu und ich finde diese Bücher wirklich spannend und empfehlenswert und die solltet ihr auch unbedingt lesen, finde ich. Also, und natürlich solltet ihr auch da unvoreingenommen sein, zumal ich neben Anastasia Bücher auch von meinen Ahnen, also mein Vater ist zum Beispiel und meine Mutter sind ja halt Russen, mein Vater Russlanddeutscher, und ich habe mich auch viel mit der Thematik der slawisch-arischen Veden auseinandergesetzt und die haben halt auch diese drei Pfeiler sozusagen, also die haben die Germanen damals haben halt auch zum Beispiel das neunwertige Chakra-System gepredigt bzw. praktiziert. Das heißt, dass man halt drei Chakren für den Wurzelbereich hat, also die Erdung, die Verwurzelung, da sehe ich halt die Landwirtschaft, den Humusaufbau, den nächsten drei Chakren vom Herzchakra mit Leila und Vater, das sind halt die weiteren Chakren für die zwischenmenschlichen Beziehungen und dann kommen halt die die drei letzten Chakren für die Spiritualität oder das Überbewusstsein mit dem Kronenchakra, den dritten Auge und Ajna zum Beispiel und Vishuddha, das ist halt das Kehlkopfchakra und das ist halt dieses Chakrasystem, welches sie pflegen und alles muss halt in Harmonie und Einklang sein. Ich persönlich mache halt eine 12-Chakren-Meditation, die ja nochmal die Atlantis-Chakra-Meditation auch genannt wird. Und das gehört einfach für mich alles mit dazu, zumal es auch wirklich von meinen Ahnen und von meinen Vorfahren einfach die Geschichte und die Kultur dabei ist. Und ja, das ist halt wieder wieder ein längeres Video von mir über meine Eindrücke, meine Meinungen, über den Begriff Permakultur, wie ich ihn sehe. Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr zu meinen Aussagen hält und wie ihr oder was ihr unter Permakultur versteht. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da in den Kommentaren ein bisschen diskutieren würden. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung, vor allem über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich kannst du meinen Kanal auch kostenlos abonnieren und auch die Glocke drücken, damit du keine Videos mehr verpasst. Zum Beispiel solche Videos, in denen ich einfach ganz normal über alltägliche Sachen rede und das auch zum Teil auch sehr improvisiert ist. Oder einfach in meinen Updates über meine eigene Permakultur. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.